zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal mit mir, dem Lustern97 von meiner Anlage. Und heute wollte ich euch einmal vorab eine kurze Info geben, danach ein kurzes Update und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ja, zur Info, es hat sich ja jetzt seit anderthalb Wochen, zwei Wochen, habe ich mich gar nicht gemeldet bezüglich Bauvideos etc. Zwischendurch kamen mal ein paar Fahrvideos und das hatte natürlich seine Gründe. Unter anderem waren ja zwei meiner Hasis krank. Die eine ist jetzt wieder gesund, die andere ist auf dem Weg der Besserung. Gott sei Dank. Also ohne Leute vom Bauamt kann man natürlich hier nicht weiterbauen. Und Bauamt ist jetzt wieder gut besetzt. Also dementsprechend kann es jetzt in den nächsten Tagen weitergehen. Es werden wieder Livestreams folgen und es werden wieder Bauvideos folgen. Und natürlich auch Modellbau leicht gemacht Videos, die ja wahrscheinlich sehr gefragt sind bei euch, oder ich hoffe es doch. Ja, und jetzt geht's weiter zum Update. Ich war natürlich nicht tatenlos und habe hier, ja, hier und da ein bisschen immer mal was gemacht. Und ich werde euch jetzt mitnehmen zu den einzelnen Szenarien, die ich noch weiter ausgestaltet habe, und werde euch da mal so ein bisschen was erläutern. Übrigens, das nächste Video wird eine kleine Roomtour werden. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil viele natürlich gefragt haben, ja, wie groß die Anlage ist oder wie die Anlage generell mal im Gesamten aussieht, weil man sieht ja immer nur stückweise die Anlage. Ja, also deswegen heute auch mal im Weitwinkel gefilmt. Also ihr seht hier quasi den großen Hauptteil der Anlage und ich, ja, mittendrin in meinem Löchlein. Also da wird es auch nochmal ganz spannend. So, jetzt bin ich schon wieder rausgekommen durch mein Geplapper. Also wie gesagt, wir legen jetzt einfach mit dem Update-Video los. Ich werde euch ein bisschen was zeigen und ein bisschen was dazu erzählen. Also viel Spaß und vielleicht bis zum Schluss. So, und wir legen auch direkt mit der Feuerwache los. Ja, das ist jetzt hier quasi Bauvideo oder Teil Nummer 3. Von der Videoreihe Feuerwache. In den ersten zwei Teilen seht ihr, wie ich das Gelände gestaltet habe und auch das Gründach der Feuerwache gemacht habe. Ist natürlich nicht Standard bei Faller. Da ist nämlich ein Kiesdach drauf. Also schaut euch die ersten zwei Teile an, für die, die es noch nicht gesehen haben. Und ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen kleinen Details ein. Also ich habe hier an dem Zaun ein wenig begrünt und ich habe einen Hydranten gesetzt, der darf natürlich nicht fehlen. Überall hier in der Stadt kommen Hydranten hin. Der glänzt allerdings noch ein bisschen sehr, also er wird auch noch dreckig gemacht. Übrigens zu dem Altern, das mache ich alles nach und nach, sprich wenn die einzelnen Szenerien fertig sind, wirklich fertig, dann werde ich anfangen, alles etwas schmutzig zu machen, weil ich habe keine Lust, alles immer nachzualtern. Oh, da ist noch eine Bank, die muss ich jetzt da hinsetzen, dann muss ich die noch dreckig machen. Ich mache alles dann auf einmal und habe dann die Suppe auf. Ja, an dem Aufzug, da gehen wir auch kurz drauf ein, da ist eine grüne LED reingekommen. Ihr wisst ja, heutzutage bei der modernen Epoche ist ja alles mit LEDs so ein bisschen beleuchtet, um einfach ein bisschen, ja, zu spielen und die Gesamtsituation ein bisschen schöner zu machen. So, hier habe ich ein paar Bänke hingesetzt mit einem Blumenkübel und einem, ja, das in der Mitte zwischen den zwei Bänken, das soll so ein Kübel sein mit Sand, wo die Feuerwehrleute oder auch Besucher ihre Zigaretten ausdrücken können, damit das nicht alles auf der Erde landet. Auch hier am Zaun ein bisschen begrünt. Ja, hier ein Poller hingesetzt, Durchfahrt verboten. Das Schild ist natürlich auf der anderen Seite, so, da sehen wir es, damit da nicht irgendein Vollhonk auf einmal durchrast. Und passt nämlich auch gar nicht und dann bleibt er noch stecken. Mülleimer sind da hingekommen und ich muss natürlich hier von der Bluetooth-Box oder von dem Bluetooth-Modul, was ich da eingebaut habe, noch den An-Aus-Schalter verstecken. Ja, wie gesagt, Mülltonnen, Verteilerkasten, eine Sperrzone, wo einer drin falsch geparkt hat. Ja, ein paar Verkehrsschilder und. Also das ist jetzt hier der Mitarbeiterparkplatz. Ist zwar recht klein, aber mehr Platz habe ich jetzt halt eben nicht gehabt.
Was hier noch hinkommt und erwähnenswert ist, hier kommen noch Verkehrsspiegel hin von der Firma Busch, habe ich mir schon bestellt, sind auf dem Weg und damit die Fahrzeuge von hier auch um die Ecke gucken können, kommt hier ein Verkehrsspiegel hin. So, also das war's mit der Feuerwache. Da werden natürlich hier und da noch Details zukommen, aber im Großen und Ganzen bin ich hier auch durch. Bewegen wir uns von der Feuerwache weg, ein wenig nach hinten sehen wir eine Baustelle und ich muss sagen, ich habe das Teil hier so bekommen, so gekauft und das ist wirklich der Wahnsinn, die Baustelle ist der Knaller. Also der Vorbesitzer von dem Ding hat sich echt alle Mühe gemacht. Hier werden alte Häuser abgerissen, ihr wisst ja, vorher sollte hier das Rotlichtviertel seinen Platz finden, aber ich fand das Teil so genial, dass ich das einfach auf die Anlage packen musste. Dafür musste das Rotlichtviertel gegenüber zum Bahnhof weichen. Also wie gesagt, hier kommt eine Baustelle hin, hier wird was abgerissen und neu gebaut. Und genau, apropos Rotlichtviertel, die Gebäude sind dahin gekommen, die Polargebäude haben einfach am besten jetzt in diese Häuserreihe reingepasst. Also ist auch der Block fertig und so sieht das jetzt aus. In der Mitte kommt natürlich noch die Klappe hin. Und ja, wie gesagt, die Gebäude haben einfach am besten da reingepasst. Von hinten als wie auch von vorne. Von vorne wird jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, aber man kann es etwas sehen. Und wo wir auch hier schon mal sind, schwenke ich direkt mal weiter. Das Ganze wird jetzt quasi ein klassisches Update hier. Ich mach mal Licht aus und das große Licht an. So. Ja, auch hier habe ich ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich hier einen Baum hingesetzt. Der passt da ganz gut rein, finde ich. Und Moment, ich hoffe, ich kann euch das jetzt ein wenig zeigen. Dafür muss ich jetzt sehr nah rangehen. Feuerwehrzufahrt bitte freihalten. Ja, ein Vater, der mit seinem Sohn und seinem Hund spazieren geht. Und natürlich auch hier einen Poller gesetzt, damit hier nicht jeder Autofahrer durchkommt. Klar, die Kehrmaschine muss natürlich da sauber machen. Aber das ist wirklich nur eine reine Feuerwehrzufahrt und da im Hinterhof soll keiner parken. Nur notfalls könnte man ja auf illegaler Weise mit dem entsprechenden Schlüssel den Poller umklappen. Ja, zu den Höfen hinten, da habe ich dann auch mal angefangen. Hier seht ihr zum Beispiel bei dem einen Gebäude, habe ich etwas gemacht. Das ist jetzt so ein typischer Essen-Holzerhausen-Hinterhof. Nicht ganz so grün, sondern ja, eher so ein bisschen verkommen. Aber es ist nun mal so und das versuche ich natürlich hier auch ein bisschen zu realisieren. Also hier mit Schaukel. Eine kleine Hütte für ja, Gartengerätschaften, die man hier eigentlich gar nicht braucht. Ja, und auch hier ist natürlich ein Hydrant hingekommen. Die werdet ihr immer mal wieder auf der Anlage überall verteilt sehen. Also wie gesagt, ich habe hier angefangen mit der Szeneriegestaltung und ja, auch am Haus habe ich hier so ein bisschen was gemacht. Ein paar Figuren gesetzt. Das Gebäude hat ein neues Geländer bekommen, da ich mir die alten Geländer alle abgebrochen habe. Und die auch schon teilweise abgebrochen waren. Also so viel dazu. Und ich sehe gerade, das wird schon wieder ein längeres Update-Video, weil wir müssen jetzt noch da hinten hin zu dem eigentlichen Teil. Und hier sind wir auch angelangt. Also ihr seht, auch hier das Gebäude hat Beleuchtung bekommen, nämlich einzelne Fensterbeleuchtung wie jedes Gebäude hier. Straßenlaternen habe ich gesetzt, gerade eben noch. Beziehungsweise gerade eben sogar noch fertig geworden. Ja, und jedes Gebäude hat, wie gesagt, so ein bisschen Beleuchtung bekommen. Darum geht es jetzt eigentlich, um die Beleuchtung. Deswegen mache ich jetzt gleich mal das Licht aus. Hier muss ich natürlich noch die Straßenbahnhaltestelle erweitern und alles schließen. Also die Straße asphaltieren. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Licht aus und dann könnt ihr mal einfach die Bilder auf euch wirken lassen.
Ich muss dazu sagen, die Laternen, also die Straßenlampen, LEDs sind schon hell. Also es gibt ja mittlerweile auch LED-Straßenlaternen in echt und die sind auch recht hell. Aber mir persönlich sind die sogar noch zu hell, deswegen ich habe jetzt auch nicht das passende Netzteil davor. Also wenn ich das passende Netzteil habe, werden die so ein bisschen dunkler. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, aber ich finde, das sieht schon ganz schick aus. Gerade hier an der Kreuzung oder an der Haltestelle sollte es ja dann doch ziemlich ausgeleuchtet sein. Scheint jetzt so, als wenn das da so ein bisschen, das Gebäude so ein bisschen überbelichtet ist, aber ist eigentlich nicht. Ich werde euch im Nachgang jetzt nach diesem Video auch noch ein paar Bilder zeigen. Schaut euch die Bilder an und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Ja, übrigens da das Grüne, das ist jetzt nicht irgendwie eine Wohnung von Außerirdischen oder so oder von Junkies. Nee, das ist die Provinzialversicherung und da habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt von draußen, weil die sind meistens auch mit so grünen LEDs beleuchtet. Provinzial hat halt so grüne Werbung, möchte ich glatt meinen. Jeder kennt Provinzial, also ihr wisst, was ich meine. Und ja, wie gesagt, ich packe jetzt die Bilder noch rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video, nämlich der Roomtour. Also schaltet ein und seht die ganze Anlage, erfahrt ein paar mehr Infos über die Anlage, zum Beispiel, wie wird sie gesteuert und wie groß ist sie und. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Euer Dustan 97.